Tachomeisterbetriebe, der Partner an Ihrer Seite für Wärme, Wasser und Energie. Montags morgens, wir stehen hier an der Tricknase. Es hat geschneit über Nacht in Remscheid und in der Umgebung. Und das hat zu einigen Verkehrsproblemen geführt im Remscheider Stadtgebiet. Aber nicht nur hier, sondern auch anderswo. Und wenn man so ein bisschen rüber guckt, dann sieht man, wie der ein oder andere Lastwagenfahrer sich so auch nicht so ganz traut. Der Kollege im weißen LKW, ja, der steht da noch und bewegt sich jetzt endlich. Denn besonders die Ausweichstrecke, die B51 von Remscheid Richtung Wermelskirchen, ist schwer belastet, da es morgens einen großen Stau zwischen Remscheid und Leverkusen gab, den Berg hinunter und auch den Berg hoch. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, besonders für die Berufspendler, für die Schüler. Montags morgens ist es besonders unangenehm, wenn sich der Schnee breit macht im Bergischen. Aber nicht nur hier, sondern auch im Rheinland hat es geschneit. Und wenn man ein bisschen guckt, dann sieht man momentan, der Verkehr bewegt sich. Ein bisschen früher am Morgen stand er meistens. Und besonders einige LKWs standen an den Steigungen. Und das führte ein bisschen zu Verkehrsbehinderungen. Und teilweise brauchte man für Strecken, für die man normalerweise Viertelstunde, 20 Minuten braucht, anderthalb, zwei Stunden. Jetzt läuft der Verkehr wieder flüssig, aber weiterhin vorsichtig fahren, aufpassen, denn noch mehr Schnee ist angesagt.